Kennt ihr das, Freunde? Ihr seid ganz normal im Nether unterwegs. Ihr wisst nicht, was ihr machen solltet. Ihr seid ein bisschen unterwegs gewesen, um einfach ein paar Levelpunkte zu holen. Gelände wird gebaut, Minecraft lädt. Ihr werdet schon angeschossen, ihr hört es schon. Ihr kommt raus in eure Welt. Denkt euch, okay, locker flockig. Ja, komm, Skelettboy, geben wir dir noch ein paar Stiche. Kein Problem, du bist weg. Und dann läufst du ganz normal zur Base, willst was machen und siehst, das erste Mal in deinem Leben ändert sich die Anzeige. Irgendwas Neues blinkt auf. Ich kann natürlich auch, also, was ist das, dachte ich mir. Und dann ging's los. Das erste Mal, das legendäre Död. Pillager Raid Captain, du hast es beschworen. Du hast im Chat schon gesagt, es wird losgehen. Und es ging los. Da kam sie. Der erste Raubzug auf unsere Stadt. Ich musste sie verteidigen. Getarnt als Ninja ging ich an den ersten ran und gab ihm den ersten Batz. Und den zweiten Batz, der Cousin lag und der war weg und wir mussten hoch. Weil es war nicht nur einer, da waren noch 1, 2, 3 Leute. Okay, wie kam ich da hoch? Dachte ich mir, ich muss mich hochbauen. Hab mir mal kurz die Lage unter Kontrolle gebracht. Guckte mir an, wie komme ich rüber, muss ich hier vielleicht einen Enterhaken raushauen, aber nein, das ist nicht irgendein anderes Spiel, es ist Minecraft, deswegen muss ich mich hochbauen. Oh, let's go. Und der zweite, der schießt schon auf mich, ich suche dich, komm her. Ausgerüstet, nur mit Nethersteinen, auch noch zum Hochbauen, schoss er mich nochmal runter und ich dachte mir, hey, Digga, komm mal klar auf dein Leben. Ja, aber gut, ey, ganz ehrlich, jetzt suche ich mir dich, jetzt hole ich mir dich. Und das ist immer noch der erste Raubzug, wie gesagt, er kommt hier an, wollt meine Stadt und jetzt geht's los. Okay, Bray Nummer 1, komm, er macht die Attacke links, rechts, zack, er fliegt runter und der zweite auch, batz, utz, und Bombe liegt, okay, da, drei von... 4, okay, noch ein Schuss. Ne, da ist noch einer. Und weg ist er. Hey, noch einer am Leben. Okay, wir müssen schnell hoch. Schnell. Wo ist der andere? Ich guck mal, wo ist er? Hier, zack. Let's go, wo ist er? Hä? Ich check's nicht. Okay, er ist über mir. Ich krieg noch einen Schuss. Uff, und liege fast nur noch mit 3 Herzen. Was passiert hier? Oh, nochmal ein Dö. Und dann über ihn angekommen, dachte ich mir. Okay, let's go, Kamikaze Action, go, und gib ihm, und spring nochmal, 360 vielleicht doch, okay, Headshot, bam, okay, let's go, wir haben den ersten Raubzug überlebt, dachte ich, aber nein, es gab noch eine zweite Welle. Angekommen in der nächsten Welle, sah ich ihmchen da drüben. Er spähte einfach wahrscheinlich nur aus, um zu sehen, wie er nach unten kommt. Jedoch war ich schnell wieder oben, sprang rüber, wurde direkt schon angeschossen, aber hatte keine Ahnung von wo und hatte erstmal einen super krassen Lag, ja klar. So gut, es laggt erstmal des Grauens, Schüsse fallen weiter. Woher aber? Ich bin nach oben, hab gesehen, okay, die sind auf dem Baum, hab kurz mal Gärtner gespielt, hab realisiert, dass es gar nichts bringt, obwohl die Alter, was für ein Zungenbrecher. Egal, auf jeden Fall, er hat rüber gesneakt vom Dach, erstmal ein Uppercut, hat nicht funktioniert, gib ihm nochmal, gib ihm nicht, treff ihn nicht, ja, egal, dann nicht, dann muss ich einen anderen Weg suchen. Und der andere Weg war wieder, sich hochzubauen. Jedoch realisierte ich, dass ich hier völlig unter, also gar keine Kontrolle davon habe, wollte erstmal Wände bauen, wie bei Fortnite, und wusste nicht, was ich machen soll. So, der hat weiter geschossen, zack, zack, und er kam runter. Wer bist du denn? Auf einmal kam Jack the Ripper und gab auch ihm einen. Jetzt wurde ich, okay, jetzt habe ich ihn fertig gehauen, natürlich. Der Baum musste abgebrannt werden, weil der eine hat, der chillte da oben, der wollte nicht runterkommen, der hat die Aussicht genossen. Dementsprechend habe ich kurz gewartet, bis alles da seinen Weg sich nach oben gebahnt hat. Das Feuer wusste, okay, er muss runter, erstmal einen Schaden und direkt Frontalangriff. Pillager Raid Captain, das ist alles für dich, nur weil du es beschworen hast. Ja! Angekommen bei dem Speer, musste ich auf jeden Fall mit dem Pfeil ihn runterhauen. Dann langsam anpürchen und dann wie so ein Navy Seal langsam anziehen. Boom, boom, Leon Edwards, Headshot, lädt und runter. Spatz, EP mitnehmen. Bei der Suche auf dem nach dem letzten Gegner musste ich auf jeden Fall so lange suchen, dass es dunkel wurde. Danach erstmal die Gruppe musste ich hier auflösen, weil es ging ja nicht anders. Die können ja nicht da einfach stehen. Und Creeper, ich liebe diesen Sound, wenn es anfängt mit Zzzz, ne, endlich den letzten gefunden. Stürmte ich auf ihn heran. Er gab mir einen Schuss links, rechts, wieder, zack. Und die Welle war vorbei, dachte ich aber. Nein, da kam erstmal die nächste Welle, Alter. Wuff, wuff, wuff.
kickten die Männer es hier richtig rauf wie so ein Football-Team across the line und machten einfach, was sie wollten. Ich konnte den ersten abfangen, dachte, da hinter dem Bild kommt ein anderer, aber es war so ein Rhino. Und dieser Rhino, der sieht ja heftig aus, Alter. Und der ist ja riesig und ich wusste nicht, wie lange der am Leben bleibt. Hab die ganze Zeit draufgehauen. Der macht mir da 2,5 Schaden und ist heftig. Also so ein Riesending. Krass, dachte nicht, dass die so heftig... Also jetzt habe ich so oft heftig gesagt, aber ey... Der war heftig. Am Ende des Tages ging ich da rauf, musste den Vorletzten hier fertig machen. Links, rechts, Uppercut, Pillager, Raid Captain. Ich bin hier stark am Verteidigen. Glaub's gar nicht. Die Stadt bleibt am Leben. Ja, Banausenhausen lebt. Und der Letzte wird angegriffen mit Pfeil und Bogen. Zack, zack. Und treff ihn. Ist er down? Langsam ist soweit. Hier, wir haben den Letzten, dachte ich. Die dritte Welle, aber nee, nee. Direkt wieder Mike Tyson, Fight Action Jackson und der Batz, der war weg und der Hexer auch. Ich suchte mir den nächsten und musste extra nach oben zu dem Schienenwerk von Marius und da versteckte er sich, der Kleine. Zack, zack, und er war auch gleich weg, seine Sekunden waren gezählt. Oh, bam! Da ich nicht mehr wusste, wie viele Wellen es war, bin ich direkt reingegangen, hab den ersten mitgenommen, hab den nächsten gesucht und sah, da war ein Blubber Bernd und bam, Frontalangriff, Bartz, Tote mitgenommen, easy going, let's go. Und wer war das? Oh mein Gott, einer der Superboss, dachte ich, okay, Rhino und Flügel, Säbelzahntiger, nein, doch nicht, aber er griff mich an, ich wusste nicht, was abgeht, er hatte mich, glaube ich, er wusste es nicht, er hat es, und ich wusste, das war meine Sekunde, das war's. Raid Captain hat's geschafft. Aufgewacht direkt in den nächsten Frontalangriff und wir wussten, dass wir unsere Sachen erstmal wieder zurückholen mussten, weil, ganz ehrlich, wir lassen die Stadt nicht einfach alleine. Der Raid war immer noch am Laufen, wir mussten einfach alles zurückholen, erstmal die Sachen eingepackt, direkt um die Ecke gelaufen, bisschen sortiert und weiter ging's. Da waren noch die restlichen Sachen, die brauchte ich, weil mein Schwert, da war eine Verzauberung drauf. Oh, er ging direkt drauf. Okay, ganz ehrlich, dich hole ich mir sowas von, Alter, ganz ehrlich. Bats! Bats, er war weg. Und Frontalangriff, bam, 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 er war auch weg. Nach seinem Angriff wusste ich nicht, wo die Nächsten sind und dachte mir, warum dreht er sich die ganze Zeit? Spinning Rhino war da oben, musste ich natürlich runterballern mit dem Pfeil und Bogen, weil ich kam nicht an den Rand hochbauen, hatte keinen Sinn gemacht. Die beiden da oben haben einfach die ganze Zeit zugeguckt, kleinen Speer. Und ey, der frisst die Pfeile die ganze Zeit da weg. Also ich weiß da nicht, wie lange es dauert. Interesse hatte ich nicht mehr, hab dann die beiden runtergehauen für den Nächsten. Für den nächsten Frontalangriff, ganz genau, let's go, Bats, und der war weg. Und den nächsten musste ich mir holen, Pfeil und Bogen, let's go, Bats, und Rhino war auch weg, easy going. Ich glaube, wir kamen echt an. Wir waren kurz vorm Ende. Ich baute mich hoch für den letzten Speer, er holte mich fast. Aber noch 3 Herzen gehabt, da musste ich mir ihm, ich habe ihm eine Treppe einfach runtergehauen, habe ihn runter eingeladen, und es war zu Ende. Wir hatten den Raid überlebt, let's go. Und dieses Symbol sah aus wie epischer Sieg. Dachte ich mir, okay, ganz ehrlich, aber ey, vorbei, Ende, ciao, gute Nacht, weiter geht's. Warte, ich muss einen rauslassen. So. Okay. Der ist jetzt schon sympathisch. Cola! Cola, kann man nichts anderes sagen? Ich will das nächste Video schneiden am Ende. Cola, kann man nichts anderes sagen? Ja, was weiß ich. Sprite am Hefix. Euer Amethyster. Piu, 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 piu!